The most impressed moment in your life. Oh, that's not the most fair. Impressed. Was it a moment on the stage? You know those little blue tablets that you can get? No, do you? The same one. Like those one, yeah. I went, whoa, yeah, that's the most impressed moment. The yellow of one or the blue one? The blue one. The blue one. What's wrong with you? You mean the better. Yellow chew one? Yes. Ah! You shouldn't know what we're talking about. Es ist mittlerweile Dienstag, wir sind schon wieder unterwegs, Luisa und ich, in einer Mission, Events 2016. Wir müssen unseren Kerben hier auf unserem Mikrofon noch voll kriegen, denn für jedes Event haben wir eine Kerbe. Mittlerweile kennt man das Mikrofon gar nicht mehr. Und heute sind wir in der Hamburger Meile, wir haben gestern fleißig aufgebaut und sind heute da zu den Hamburger Meilenmeisterschaften. Und was da genau passiert, erklärt euch Luisa in wenigen Minuten. Auf geht's. Also, heute ist Dauerlachen. Das heißt, wer am längsten ohne Luft einzuatmen, ja, ne? Mhm. Lachen kann, der gewinnt sozusagen. Wer sozusagen der Beste ist und das Ganze in der Hamburger Meile bei den Meilen. Habt ihr irgendwas verstanden? Ich habe nichts verstanden, was Luisa erzählen wollte. Macht aber nichts. Also auf jeden Fall ist heute ein tolles Event. Morgen, übermorgen auch noch, bis einschließlich Sonntag. Wir sind hier und erleben hier allerhand Spaß. So, damit die Menschen, die in der Hamburger Meile unterwegs sind, auch wissen, wo wir sind und was wir hier machen, haben wir eine Chance und dürfen jetzt über die Lautsprecheranlage des Centers mal eine Ansage machen. Da träumt ja jeder von, ne? Jeder. Und ich darf das jetzt gleich machen. Hier bei der jungen Dame darf ich das gleich machen, ne? Ich freue mich schon drauf. Einen wunderschönen guten Tag auch von uns. Mein Name ist Sven Flohr, ich bin von 1-3-6-8 Rock and Pop. Heißt hier herzlich willkommen in Europas längstem Shopping Center der Hamburger Meile. Und wir sagen auch herzlich willkommen zu einer tollen Aktion, denn wir sind hier live zu Gast, direkt im Untergeschoss vor C&A mit einer tollen, tollen Aktivität, und zwar den Hamburger Meilenmeisterschaften. Das ist Spaß in jeder Disziplin und ihr und sie sind herzlich eingeladen, uns dort vor uns zu besuchen. Und gleich machst du die Ansage. Die nächsten Male heute, jede Stunde machen wir jetzt solche Ansagen. Hallo, das nächste Mal machst du. Ranko. Also wir sind mit 1er Radio 106.8. Du musst das machen. Und jetzt ist ihr Part. Jetzt nehmen Sie Ihre Hände aus der Hosentasche. Erst die linke, dann die rechte. Und bei Wikipedia steht, wenn man sie zusammenschlägt, dann heißt das Klatschen. Sie hat gut aufgepasst. Ja, ja, das ist unser Tag heute hier. Vorhin waren wir aber schon, das ist wirklich sehr interessant. Wir sind ja direkt hierher gestimmt, weil Stefan und ich hatten ja vorhin schon einen Termin im Harddruck-Café. Da war heute Pressekonferenz und ja, war sehr gut. Und Francis Rossi war da von Status Quo und das war echt toll. Seht ihr aber selbst. Our manager said to Rick and I, it'd be good to do an acoustic one. And Rick went, yeah. I went, no. Because it's hard work, and I knew it'd be hard work, and then we did the album. I got very much into the album. The album was very successful. The live shows were very successful. It's very enjoyable. It's slightly different, and we have an expression. He keeps moving. He's moving too. Yes. He's watching the camera. Will you stop watching TV and just and. There's an expression we have in England that a change is as good as a rest. Yes. Do you understand? And yes. Perhaps that's one of the things that I find so thrilling about it. It's slightly different, but and revisiting certain tunes that you wouldn't have thought. Roll Over, Lay Down and In the Army. We tried In the Army a few times on the previous one, and it just didn't. You know, and the track In the Army is kind of negative, but there was a point where the melody was sung. You're in the army. You're in the army now. And not on the major, yes. Which makes it seem like, ta-da, it's okay. And so I was particularly pleased with that. And I find when recording them that if we're doing a song of his, well, we can't, he's watching the TV, but if we were doing a song of his when we're making a rock album, we all get very precious about our songs. But we revisit one that's already been on everybody. Why? Will you stop laughing? And everybody responds and acts differently because we aren't so precious and yes. Frightened of. And so the creative vibe in that, whether I can use creative and status quo in the same sentence, I don't think is grammatically correct. But it was a joy to do. But it's the end of the electric area, I think so. Mm. Really? I think so. Never come back.
Don't say that, because I always think, well, maybe. But the idea was, no, not to come back. I don't... When we first split up in 84, I really didn't want to be one of those bands that came back. And in fact, we have a thing in England. There was an ad on the TV about more comebacks than Status Quo or Frank Sinatra. Status Quo only ever made one comeback. That would suggest that all these people like that work around us to try and get the profile. It's not working. They think you're gone. We never say no. Tell us something about the show. You come to Hamburg, think so, in November. It's shit. I've seen it. I wouldn't go and see it. It's shit. Sorry, I shouldn't say that, should I? Well, I don't know what we're going to have. We're going to have two, what we call lipstick lesbians on stage left. Yes. And then we're going to have two Chippendales for the gay people. Yes. And it's... Relax, you're dribbling. And the two gay people are going to play with each other, and the two lesbians... No, we're not having that. We're going to have Status Quo doing their thing. Usually it works really, really well. We always try to make it really work really, really well. It's something that you get on stage, and this energy develops in the middle of the stage sometimes. Mm-hmm. Not all the time, but sometimes. And that's what you're trying to get. And sometimes you feel it developing, and you can almost get on it and ride, like imagine that surfers do when they're on a wave. It's like you just go and it's working. And that is the best moments in one's life. It's like the moment in sex and the moment with food. Well, it is. Everybody understands that, except him. He doesn't understand. Obviously, look. He's still looking down there somewhere. And we all understand about food, and we all understand about that moment in sex. Why can't we stay at that all the time? And that's when the music is working. Yeah. He likes me. He's looking at me with those eyes like that. It's so epic. So fun. Mittlerweile ist es schon wieder 20:50 Uhr, und jawohl, ich sitze noch im Schnitt für den Vlog. Den schneide ich jetzt zu Ende. Das Interview ist einfach der Oberhammer. Also der Francis Ross ist einfach ein super, super Typ. Wir hatten jede Menge Spaß. Nicht irgendeine Frage, die wir vorbereitet hatten, haben wir definitiv besprochen. Das macht überhaupt nichts. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ein super Typ, und deswegen habe ich hab echt beschlossen, ihr kriegt das gesamte Interview, wenn ihr wollt. Das laden wir auch noch hoch. Das könnt ihr euch ganz in Ruhe angucken. Weil wir hatten wirklich jede Menge Fun. Und ich mache jetzt gleich Feierabend. Morgen früh geht's wieder in die Luft. Wir fliegen morgen früh um 6 Uhr geht's los. Danach dann gleich Abmarsch in die Hamburger Meile, denn da haben wir morgen ja eine wunderbare Disziplin. Morgen ist Entenangeln angesagt, also da könnt ihr gerne vorbeikommen. Wir angeln Enten. Aber egal, machen wir sehr, sehr gerne. Ja, und dann gibt es garantiert jede Menge wieder Horror hier in der Firma. Horror durfte ich ja nicht sagen. Psch, jede Menge Action. Und bis dann machen wir noch ein bisschen weiter, ne? And then we did... Das sind die Hamburger Meilenmeisterschaften.